Rockland.de. So, da blenden wir uns jetzt mal kurz aus. Geschichten, Hasser, ja eigentlich so der Hit von der W. Siehst du das persönlich auch so, Stefan Weidner hier bei mir zu Gast im Studio? Siehst du das nach wie vor so als Hit oder war das halt einfach so die Nummer, die halt am Anfang promotet wurde? Ja, das war schon so die Nummer, die ich für am eingängigsten hielt, ja. Okay. Aber cool. Ein Hit weiß ich jetzt nicht. Ich schreibe meine Songs nicht unter dem Aspekt. Jetzt kam direkt gerade eben noch eine Frage per Mail rein vom Frank, eben dazu, dass du auch gesagt hast, du hast ständig zu tun, du bist die ganze Zeit unterwegs. Er will wissen, hey Stefan, wie kommt eigentlich deine Familie mit der Situation klar, dass du kaum zu Hause bist? Gibt es da irgendwie auch, als man, dass man sagt, oh, ja, jetzt komm doch mal wieder heim? Ja, natürlich. Vor allen Dingen geht es mir so. Ich meine, es gibt nichts Schlimmeres, als die Situation, sein Kind ständig vermissen zu müssen. Und das ist so das, was am meisten nagt, unterwegs zu sein, ja. Was stark auffällt, wenn man sich die Tour-DVD anguckt und diese Dokumentation mit dazu, was mich sehr gewundert hat, weil du eigentlich deine Familie immer ganz rauslässt, ist, dass du Elvis zeigst, auch wie er beim Konzert in Frankfurt mit dabei ist und auch ganz offen darüber redest. Man hätte ja auch einfach sagen können, das ist ein Kind, das da mit dazuläuft, aber dann später, wenn man sich die Audiospur anhört, weist du extra nochmal darauf hin, das ist Elvis, das ist mein Sohn. Wie kommt es dazu, dass du jetzt auf einmal gesagt hast, okay, jetzt zeigen wir ihn doch? Also gut, ich habe ja ganz bewusst auch mit dieser DVD gesagt, ich möchte jetzt einfach auch alles zeigen, was da im Hintergrund stattfindet. Und ehrlich gesagt, den Elvis hätte ich schon gerne rausgehalten. Jetzt war es aber dummerweise so, die einzigste Kamera, die gefilmt hat, hat natürlich den Gang von mir in Frankfurt zur Bühne gefilmt. Und da war halt eben Elvis zufälligerweise dabei. Und hätte ich jetzt den ganzen Gang rauslassen sollen, der irgendwie dramaturgisch auch wichtig gewesen ist, das ging nicht. Also habe ich mich entschieden, okay, komm, du warst jetzt in vielen Sequenzen auch schon sehr konsequent. Obwohl man auch hätte sagen können, okay, das muss man jetzt nicht unbedingt von sich sehen, ja. Also habe ich gesagt, okay, dann in dem Fall ist das dann auch in Ordnung für mich. Gut. Also den Frosch habe ich geschluckt. Also er hat mich persönlich sehr gewundert, aber kommt sehr sympathisch rüber, wenn man das sieht. Und ja, also wer wissen will, wie der Sohn von Stefan Weidner aussieht, der kann sich am Freitag die DVD kaufen. Und was hast du eigentlich für ein Problem mit Brusthaaren? Wenn man sich, also jeder, der die Tour-Dokumentation sich anguckt, weiß dann, warum ich diese Frage stelle, aber ich stelle sie jetzt einfach mal unvermittelt vorher. Was ist dein Problem mit Brusthaaren? Sagen wir mal, das Brusthaar nach einem 2-Stunden-Konzert. Das sieht halt einfach total beschissen aus und als ich mich da gesehen habe, dachte mir, was ist denn das? Was, bin ich ein Bär oder was? Das ist jetzt ab. Ja, das ist jetzt weg, stattdessen ist jetzt ein Tattoo an der Stelle. Hängt das damit zusammen, dass du diese Bilder von dir gesehen hast, oder warum? Nein, nicht wirklich, das sage ich jetzt nur so. Okay, also, wer die DVD guckt, der weiß, warum ich diese Frage gestellt habe. Das können wir ansonsten jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Wenn man älter wird, wächst der Pelz halt eben. Und ich meine, irgendwann wird es auch unangenehm. Und nach so einem Konzert sieht es einfach echt scheiße aus. So ein verschwitztes Brusttoupet macht einfach nichts her, ja. Und braucht kein Mensch. Ein bisschen eitel bist du aber schon, oder? Ja, aber so, aber wer ist denn nicht eitel, bitte? Oh, gut, also das lassen wir auch guckst, einfach. Ich glaube, du guckst genauso oft in den Spiegel, wie ich das auch tue. Meine Brusthaare sind mir wurscht, aber gut. Na, dann schneidest du halt die Sackhaare, keine Ahnung was. Irgendwas wirst du schon abschneiden, da bin ich mir sicher. Gut, wir gehen einfach mal weiter mit den Fragen, die hier sonst noch so reinkommen. Der Veit hat zum Beispiel einfach eine ganz pragmatische Frage gestellt. Er möchte nämlich gerne wissen, Stefan, mit was für einem Preis wird die DVD am Freitag erscheinen? Das ist natürlich auch was man vielleicht gerne wissen möchte. Also ich habe ganz, ganz viel Wert drauf gelegt, dass das Ding unter 35 Euro zu haben sein sollte. Und darauf haben wir hingearbeitet. Wenn der ein oder andere Händler sich nicht dran hält, dann kann ich da nichts dafür. Wir haben extra explizit darauf hingewiesen, dass das der Preis sein sollte. Eher billiger als teurer und ja, daran sollte sich zu richten sein. Gut, das ist das eine. Eine Frage stellen wir noch, dann müssen wir auch nochmal ein kleines bisschen Musik natürlich machen. Nämlich vom Pascal, er schreibt, hallo Stefan, hast du schon während der langen Wartezeiten auf der Tour oder generell in der Zeit bis heute Ideen für das neue Album gesammelt? War das so, dass du so im Off-Tag oder so dann teilweise auch mal da gesessen hast und schon ans nächste Album gedacht hast oder eher nicht? Nee, habe ich noch nicht. Also ich tue natürlich kontinuierlich Texte schreiben, das tue ich schon auch während der Tour, aber das sind noch keine fertigen Songs. Allerdings ging es relativ stramm nach der Tour schon los, dass mein Kreativprozess eingesetzt hat und es läuft. Okay, das klingt gut. Dann wollen wir uns jetzt mal was anhören von Eschenbach, nämlich mit ihrem eigentlichen Sänger. Wir haben sie die ganze Zeit immer nur Gastsänger gehört und da haben wir uns auch eine nette Nummer rausgesucht, Eschenbach allein.